Ho, 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 liebe Freunde. Willkommen bei Mambutze spielt Starbound. ich bin der Butze und das ist der Mamo. Moin Moin. Wir sind extra für euch zu dieser weihnachtlichen Zeit auf einen Schneeplaneten geflogen und haben uns reichlich beschenken lassen. Mit Kiwis. Mit Kiwis und mit dem Geist der Weihnacht, der aus den Monstern fällt. Und wir spielen einfach mal weiter, schauen, was man noch so alles im Schneetreiben machen kann. Genau. Und runter geht's. Du bist schon weg? Du machst Sachen. Oh, ich bin auf Alpha Arrakis. Ja, ist einfach, waren wir ja auch. Ach, ist das der Schneeplanet? Gut. Das ist der Schneeplanet tatsächlich. Moment. Komm, Schnee. So. Schnee. Sagen, wir gehen heute mal ein kleines Stück nach links. Wir sind doch friedlich. Ja, ist egal. Ich will den Geist der Weihnacht aus ihnen rausprügeln. Oh. Weißt du, die Friedlichen lässt in Ruhe, aber auch die Bösen. Nö. Sie mir hinterhergelockt. So, beim letzten Mal sind wir kurz vor Schluss noch auf einem kleinen unterirdischen Toxic Waste Tank gelandet. Gestoßen, so. Uhu! Ja. Aber. Scheint uns ja hier nicht großartig zu stören. Wir springen ja auch so ins Gift. Klar. Kiste. Meine Kiste. Ich hab's erst gesagt. Kiwisamen. Meine Kiste. Ja, die kannst du ruhig haben. Eine Musicbox. Das ist ja interessant. Das fragt sich aus. Der wird mir kalt. Wir müssen uns tatsächlich mal ein Häuschen bauen. Ja, hier ist doch schon quasi ein Iglu. Ja, irgendwie schon, ne? Also teilweise ist der Weltgenerator hier echt kurios. Warum? Naja, sieht halt schon witzig aus so, ne? Jetzt nicht mehr. Ho, 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 Motherfuckers. Zack. Der wirft mit Schneebällen. Ja. Nein. Wie viele Kisten gibt's denn hier? Das Steaks drin. Gebratene? Nee, nicht gebratene. Und eine Steinachse. Haben wir schon. Ich weiß. Da die ja zum Glück ewig hält, noch eine Kiste. Was ist hier los? Da ist ein Hammer drin. Oh, ich erfriere schon wieder hier. Ist echt kalt hier. Dann setzt das irgendwo mal hin, das Feuer. Super. Dreck. Na toll, jetzt hast du es wieder eingesammelt. Das Feuer? Ja. Warum? Warum baust du das schon ab? Weil ich den Dreck wieder weghaben würde. Mhm. Also, ich habe jetzt hier mal so geschaut bei dem Weihnachtsmann-Kostüm. Das ist auch nicht viel wärmer als die Eisenrüstung. Was erwartest du? Naja, dieser Sonnenwert, der da ist, der ist theoretisch größer. Kalt. Und ich dachte eigentlich... Ach, da kommt es jetzt auch nicht an.
dass du denkst. Nee, ich dachte eigentlich, dass es wie heißt es denn? Eine Eigenschaft von den Rüstungen gibt, die einen ja warm halten und eine, die einen vor Schaden schützt und eine, bestimmt, die. Ja, aber. War vielleicht nicht relevant genug bei diesen Werten. Und bei den Temperaturen. So kalt ist jetzt auch nicht. Hui. Da liegt ein Pixel. Warum liegt da ein Pixel? Sehr wahrscheinlich ist da irgendein Viech krepiert durch die Säure. Alter, also heute ist aber schlimmer mit den Temperaturen. Das war schlau. Ach, ich war eh schon vergiftet. Oh. Du bist gerade schon am Sterben. Nein! Nein! Und du bleibst auch noch in diesem runtertropfenden Kurzgeding stehen. Depp. Alter, lass das Feuer da! Ich friere! Aber selbst schuld. Du hast selber Feuer. Nee, hab ich nicht. Na klar, du hast es doch vorhin hoffentlich wieder mitgenommen. Ach ja. Hast du extra da gelassen. Eieieiei. Was ist denn los? Weil auch echt die Viecher hier innerhalb vom Sekundentakt spawnen. Ja. Du bist keinen Meter vorgelaufen. Nein, das Vieh stirbt. Huch! Das bin ich. Ach. Wenn ich könnte, würde ich auf dich schießen. Du kannst es. Es bewirkt nur nichts. Kann es sein, dass die Fliegeviecher alle irgendwie aggro sind mittlerweile? Normal, eigentlich darf das nicht sein, sagt man so, aber vielleicht sind die auf dem Planeten einfach alle so. Generell habe ich das Gefühl, dass mehr Viecher aggro sind. Wir leben in einer gefährlichen Welt. Ich merke das schon nicht mehr, das Gelbe da hinten ist nämlich auch aggro. Oh, ich erfriere schon wieder. Das geht so fix hier. Ja. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich dann irgendwann mal zeitnah irgendwo niederlassen. Ja, aber hast du schon einen Planeten gefunden, der dir gefällt? Aber ich fand den Wüstenplanet, wo auf dem wir waren, nicht ganz so verkehrt. Der letzte. Mit der Affenstadt, die nicht mehr existiert. Oh, hast du ein schönes Feuer hier? Ja. Ey, und überall hier diese kleinen Dreckspfützen an Gift. Genau. Vielleicht auch ein paar größere. Und der Junge ist am Weihnachtssprit sammeln. Klar.
So richtig viel ist hier nicht. Aber ich würde sagen, dass man tatsächlich die nächste Gelegenheit nutze und uns irgendwo. Obwohl, ist eigentlich auch doof, weil wir da müssen wir wieder so weit laufen. Ja, wobei, die Affenstadt ist ja nicht mehr da. Ja, die Affenstadt ist nicht mehr da, das ist klar. Aber ich würde halt ungern halt vom Schiff runtergehen und erst mal eine halbe Stunde laufen, bevor man irgendwo bei seinem Häuschen ist. Ja, wir können ja jetzt theoretisch ein bisschen Planetenhopping machen, bis wir was finden. Können wir schon. Ich meine, genug Kohle im Tank haben wir. Wollen wir in Arrakis verlassen, sagst du? Es wird gerade so schön warm in der Nacht. Ich meine, prinzipiell können wir uns sogar in den Beta-Quadranten mal gucken. Haben wir denn schon das Upgrade für den Beta-Quadranten? Nö, aber ich habe heute einen Core in der Tasche. Oh. Hörst du das Schreien? Das ist eine Schreiraupe. Ja. Nicht nur eine. Ich meine, gibt's die Gratis-Spirit. Gratis-Spirit? Ja, Gratis-Spirit. Haben die schon vorher wen anders getötet? Ja, wie gesagt, der ist in der Seuche, hier in der Säure, ganz schön hart krepiert. Oh nein! Bist du schwimmen gegangen? Ja. Geh weg, geh weg! Ich warne dich, geh weg! Alter! Laservogel! Ja, also was sagst? Ja, den weihnachtlichen Schneeplaneten verlassen oder wie? Ja, den Giftplaneten eher. Weil so richtig. Also, ich sehe nichts, was kommt. Ich irgendwie auch nicht. Na toll, ey. Was ist denn los? Mit der Fußspitze reingekommen, vergiftet. Oh. Ja. Was ist das halt? Oh, ich bin ganz schön am Sterben. So ein hässlicher Vogel meint, er müsse mich anzünden. Oh, ey. Giftplanet. Du bist auch nur am vergiftet sein. Aua. Was war das? Weiß es nicht. Dafür habe ich die schicksten Klamotten hier an. Ja, also so wirklich begeistern tut mich der Planet hier natürlich auch nicht. Im Gegenteil. Tagsüber ist es kalt, abends kommen Monster. Ja. Und dann gibt es hier noch nicht mal irgendjemand, mit dem man irgendwie Handel treiben kann oder so. Ja. Nee, du, weißt du was? Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Schnee mit und machen wir es uns irgendwo anders winterlich. Du sagst also anderes System. Ja, ich habe ja den ersten Planeten, wo wir waren, habe ich mir als Heimat gesetzt. Das heißt, man kann da immer wieder hinbeamen, was auch was eine Neuerung ist. Hm? Bitte? Was wollen wir eigentlich da? Da gibt's doch nichts.
Ja. So, wir haben auf jeden Fall mehr als den halben Tank voll. Ja, Moment, ich komme mal mit zu dir. Ist ja, ja hier. Habe ich hier eigentlich noch was drin? Ich meine, ja. Mein Raumschiff ist eh der schönste von allen. Ja, ist so schön verwachsen, ne? Das lebt. Ich meine, im Prinzip können die uns ja auch hier für den Weg schon mal. Habe ich ein Crafting Table? Habe ich nicht, ne? Ich würde auch auf jeden Fall gerne nochmal für mich das Beacon bauen. Mhm. Na, ich würde sagen, ich suche uns erstmal einen hübschen Planet raus. Genau, und ich mach mal ein bisschen bei dir hier Unfug. Was haben wir denn hier? Alpha Tormion Major S. Majoris. Hier ist nur. Dass hier auch nirgendwo steht, ob hier irgendwo Zivilisation ist oder so. Findest du vielleicht irgendwo ein City Planet oder so? Ich weiß nicht. Ich hab hier so, auf jeden Fall Forst, ich hab hier auch ein Asteroidenfeld. Coruscant Prime. Eigentlich müsste ich doch alles für ein Dingens haben. So. Was gibt's denn hier? Oder hier schön in ein Sternbild drin, das wäre natürlich was. In ein Sternbild drin? Ja. Hier gibt es 4 Planeten in einem System. Also in ein Planet mit 3 Monden, so nach dem Motto. Komme ich da hin? Stimmt. Ja, cool. So, soll ich uns mal eine Metal Workstation bauen? Mach das. Fertig. So. Und ich würde sagen, dann landen wir da jetzt auf dem Planeten. Das ist jetzt ein Arida-Planet, der sah auch relativ hübsch aus, von der Optik her. Und gucken einfach mal, dass wir uns da erstmal eine kleine Unterkunft da am Anfang bauen, wo wir unsere Werkzeugschränke und so hinsetzen. Erkunden ungefähr 100 Meter in jede Richtung und dann, ne? Mhm. So, wir sind im Landeanflug. Danke, Autopilot. Na, guck mal hier, ne? Was hast du da? Was Grünes. Ich geh mal runter. Ja, Ja, Schnee. Ist kalt, oder? Im Moment nicht. Mensch, aber irgendwie ist hier relativ geile Gravitation. Schwerefrei. Ja, komm, ey, dann lass uns irgendwie eine Eishütte bauen. Nee. Wie gesagt, wir wollten ja jetzt nicht allzu weit in beide Richtungen erkunden, nur gucken, ob in nächster Umgebung irgendwas ist, ne? Wir hätten uns vielleicht mal was hinsetzen können, da wo wir runterkommen. Und was hier finden. Ja, oder du gehst jetzt in die linke Richtung, während ich in die rechte bin. Ist jetzt erstmal ein Lagerfeuer dahin, wo wir runterkommen? Also frieren tue ich hier nicht. Ich auch nicht. Hier ist auf jeden Fall auch lustige Viecher. Ein Pluspunkt, oder? Und ich habe eine grüne Taschenlampe. Ja, was du... Du kommst irgendwo hin und findest sofort... Und 2 Kupferpickaxen. Ja, nimm die mal mit. Dass man die man noch nicht mal stacken kann. Ach, dann tu einfach irgendwas zu essen weg. Ich bin glücklich. Und Wasser, reines Quellwasser. Wie? Nicht nur diese Giftbrühe hier. Und aggressive Viecher. Ja, ich habe jetzt hier mal auch so ein paar weihnachtliche Gedanken aufgesammelt.
Also, von der Optik her kenne ich solche Art von Viecher schon. Mhm. Die roten hast du ja auch schon gesehen? So kriechende und so gelbe. Ich habe hier so rote. So ähnlich hatten wir auch schon mal auf unseren ersten Planeten, glaube ich. Aber ansonsten, so rein zivilisationstechnisch ist hier natürlich noch nichts. Jetzt bin ich auf jeden Fall aus dem Schnee raus. Und hier gibt's Libellen. Mit Dauerwelle. Libellen mit Dauerwelle? Und Pilze. Oh. Huch. Diese Kriechviecher sind ganz schön gemein. Ja. Diese mit dieser komischen Schwanzflosse. Die haben mich auch gerade so ein bisschen gemobbt. Hm. Warum lässt du dich denn mobben? Oh, Mist, ey. Hat auch mal schön wieder 800 Pixel gekostet. Ach, bist kaputt? Ja. Dafür ist er jetzt satt. Der Flattermann. Der flattert, wo er kann. Ja, ich glaube, hier ist er halt in näherer Umgebung auch schon wieder nichts mehr. Aber schön ist, in diesem System haben wir halt noch 3 weitere Planeten. Wir müssen nicht unbedingt weit reisen. Eieieiei, einmal von so einem Vieh angespuckt und 2 Leben weg. Alter, also, die Kommunikation ist hier geil. Fallschaden und so? Nö, allgemein. Dass du halt Kilometer hoch springen kannst. So, also ich muss sagen, hier ist tatsächlich überhaupt nichts. Hässliche Bäume. Man hat allerdings immer so das Gefühl, wir haben ja schon 2-mal gesagt, ne, hier ist nix, wir gehen jetzt weg, ne? Und dann 1 Meter weiter ist dann der ganz tolle Bunker. Das ist das Problem bei solchen Spielen. Man will immer noch einen Schritt weiter gehen. Ah, da könnte ja doch noch was sein. Ist halt schon ziemlich suchtmäßig hier. Gut, aber im Moment bin ich schon mir viel zu weit gegangen. Selbst wenn hier irgendwas kommt. Ja, es ist, hier ist irgendwie ein grüner Sand. Ja, es ist halt scheinbar der normale Boden hier. Außer Schnee. Ich hab einen Händler gefunden. Was denn für einen? So ein Bücherwurm. Den hatten wir schon mal, glaube ich. Na gut, genau den wahrscheinlich nicht. Ja, so ein Typen. Ist hier in dem Fass was drin? Junge, der kann mir einen Zauberhut verkaufen. Ja, setz ihn auf. Noch lächerlich lächerlicher kannst du dich nicht machen. Ich habe aber doch gerade so einen schönen Weihnachtsmann-Kostüm an. So richtig tollen Scheiß hat er ja auch nicht. Naja, wenn das alles an Zivilisation war, dann... Gute Nacht. Na gut, wenn du bedenkst auf den Affen, Wüstenplaneten, auf dem wir waren... kam ja auch nur der eine Rollstuhl-Rolli dort. Und später die Riesenaffenstadt. Oh, hier sind aber Mineralien. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns gleich einen kleinen Schuppen an der Landezone und versuchen erstmal wieder ein paar vernünftige Sachen zu craften. Meinst du hier auf dem Planeten? Also, ich finde den jetzt nicht allzu schlecht. Von der Gravitation geil, von den Temperaturen optimal. Alter, so ein ganz klitzekleiner Vogel greift mich hier an.
Und schielen tut er. Ein Schielvogel? Ah. Ja, ansonsten muss ich sagen, ist hier tatsächlich überhaupt nichts. Ab und zu meine Kiste, aber das war's dann auch schon. Ja, ich finde den Planeten hier echt nicht schlecht, so ist nicht. Sieht ganz hübsch aus, aber... Eieieiei, die Monster, die gehen ab, ne? Ansonsten können wir heute auch irgendwann mal gucken, ob wir einen Beta-Quadranten gehen, wie schon gesagt. Dafür brauchen wir halt den... Hier, das kann ich craften in 2v2. Naja, ich komme mal wieder mit zu dir, ne? Du bist doch noch in der Landezone, oder? Nee, ich bin dann halt auch wieder weiter nach rechts gegangen. Ja, dann fange ich jetzt hier an, ein kleines Hütchen zu bauen. Sicher, dass wir im Schnee oder ein bisschen links davon, wo du sagtest ja direkt, dass es da auf Erde geht. Können wir eigentlich machen, direkt auf Erde. Weil... So, Schnee ist auch irgendwo doof. Nachher kommt der Sommer, ist der Schnee weg. Du schwimmst das Haus weg. Ui, jetzt ist hier aber ganz schön zerrupft. Oder auch nicht. Ja gut, ist schon ein paar Meter Fußweg, so ist nicht. So, hier. Ey, 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 ein Feuervogel. So, das hier finde ich doch relativ hübsch. Hier hat man direkt ein bisschen Hütchen direkt nebenan. Ein paar Giftseen um die Ecke. Also der Kompass zeigt mich noch als rechts von dir an. Ja, so weit bin ich nicht gegangen, wenn du schon auf dem Grün bist. Ja, es gibt bestimmt mehrere Fleckchen Grün hier. Ich habe mich gerade tatsächlich einmal hochgebeamt wieder. Und wieder runter. Ja Gott, dann mache ich das auch. Dann beam ich mich einmal hoch. Dann zu dir aufs Schiff. Und Warp to Planet. Und dann nach links. Och, ey Leute. Was ist denn los? So, habe ich den Koppel? Ich habe noch nicht mal irgendwo... Doch, da habe ich Koppel, aber nicht gerade wirklich viel. Brauche auf jeden Fall Koppel dann. Hm, habe ich ein Crafting Table? Ich habe bestimmt die Quest, dass ich einen bauen muss. Tatsache. So. Wo ist der denn jetzt? Ich sehe ihn nicht. Doch, da. Ich sehe auf jeden Fall schon Pfeile von dir.
Ja. Oh, du kommst allein zurecht, ne? Ja. Finde ich gut. Also auf jeden Fall, wenn du mit den Pfeilen die Monster tötest, dann kriegst du mehr Fleisch und mehr Leder. Kuckuck. So. Wie viel Cobblestone-Brick hättest du denn gerne? Genug. Ich würde gerne unsere komplette Wohnung irgendwie verkoppeln.400. So, jetzt habe ich schon gar kein Craft. Kobbel mehr. So. Jo, dann gebe ich dir hier mal mit den Kobbel. Licht unten drin. Schon fertig? Super. So. Das ist aber höchstens der Keller. Ja. Auf dem Planeten wird es auch irgendwie gar nicht kalt. Doch, ein bisschen. Nö. Doch. Und meine Hör Anzeige mal. sagt ein bisschen. Ja! Die Mütze hält mehr warm. Wusste ich's doch. Warum machst du denn da nicht normale Treppen hin? Weil ich das Kobbel stilvoller finde. Soll ich mal im Hintergrund wegräumen, oder? Wir räumen mal den Hintergrund weg. So. Aus was bauen wir hier oben? Auch aus Kobbel? Oder Holz. Ich weiß es gar nicht. Ich würde auf jeden Fall hier unten eventuell noch mal ein bisschen weitermachen. Das ist ja schon ziemlich klein, oder? Ja, hatte ich mal nicht so. Ja, mir geht es jetzt erstmal darum, dass wir irgendwo was zum Werkeln hinstellen. Star-Map-Upgrade. Woohoo. Aber irgendwie was Besseres bauen, außer das Star-Map-Upgrade können wir hiermit auch nicht. Naja. Ich baue jetzt einfach mal Star-Map-Upgrade. Zack, fertig. Glaube. Nee. Werkzeug. Toymaker's Table. Also spontan habe ich nichts gefunden. Avian Flag gibt es. Ja, die wurde reingepatcht jetzt. Ah, stimmt. Ja, was sagst du? Ja, schön machst du das. Ich bin abgerutscht, tut mir leid. Oh, wollen wir tatsächlich mal in den Beta-Quadranten gucken? Naja, so richtig dagegen spricht jetzt nichts, ne?
Ja, dann würde ich sagen, beamen wir uns auch einfach zurück aufs Schiff. Das klappt jetzt zwar von hier jetzt nicht mehr. Ich setze den hier trotzdem als meinen Heimatplaneten, weil irgendwie gefällt er mir. Zetrom, so, und wie benutze ich jetzt das Starmap-Upgrade? So, benutzt. Und wie macht man's? Man zieht das auf sein Cockpit. Ah. Ja, was sagst? Pack mal die Metal Workstation ein. Jo, hab ich. Beam to ship. Ich habe jetzt eine Tech. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Du hast einen Tech? Ich habe einen Tech. Was für einen Tech hast du denn? Energy Dash. 3D-Printer. Wireless Generator. Soll ich uns mal in den Beta-Quadranten fliegen? Ja, flieg uns mal in den Beta-Quadranten. Beta Kappa Kass. Kappa Kass? Beta Kappa. Beta Gamma Herminoris. Alles klar, Hermine. Ich weiß noch nicht. Wo komme ich da hin? Sieht ganz so noch aus. Ich guck grad noch, was hier so gibt. Wie lange sind wir eigentlich schon wieder dran? Ich weiß es gar nicht. Ui. Ui? Theoretisch? Theoretisch? Fliegen wir nächstes Mal in den Beta-Quadranten? Fliegen wir nächstes Mal in den Beta-Quadranten. Ich darf ja keine Zeitschätzungen mehr sagen, aber wir haben schon wieder... Lange. Lang. Ja. Dann... Liebe Leute, seid gespannt auf den Beta-Quadranten. Und wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.